bei dem ganzen Thema, wir sind ja immer wieder bei der Frage oder bei der Thematik, nicht nur der Ernährung, sondern das, was wir letztendlich auch verdauen und in uns aufnehmen, spielt natürlich der Darm eine große Rolle. Wir kennen das Thema, das ist sogar auch in der Schulmedizin inzwischen angekommen, dass die Darmwand perforiert, löchrig ist, Leaky-Darm-Problem beispielsweise. Wie komme ich da weiter? Das Leaky Gut-Syndrom, Leaky Gut, genau. der Leaky Darm, das ist das dritte Immunsystem, Ja. unser Bauchhirn. Nicht lange belächelt von der Wissenschaft, nicht das Bauchgrimmen da drin, hat jetzt diesen Namen ENS, Ja. enterisches Nervensystem, Darmwand, Immunsystem, 100 Millionen Immunzellen, Darmwandzellen, Nervenzellen. Und da gibt es Poren, inzwischen Risse, Poren und Darminhalt, also Kotreste und Eiweißreste, kommen in den Körper dadurch. Der Körper revoltiert, der Körper weiß sich überhaupt nicht mehr zu helfen, wird völlig desorientiert und kämpft gegen die Stoffe. Ist das das, was wir dann Allergene nennen? Das ist Allergie, das ist Allergen, ja, Ja, das ist aber natürlich eigentlich gar nicht. überhaupt nicht. In Wirklichkeit bin ich nicht allergisch gegen Überhaupt nicht. Nüsse oder Es ist alles egal was ein immer. Begriffsfake ist Ja, das. ja. Es gibt keine Allergie. Ich kann nicht allergisch sein. Ich kann nur, wenn die Nahrungsmittel oder Nahrungsbestandteile über den Darm. Und dann gibt es Neurodermitis. Nicht? Das ist genauso ein Osterhasenwort, Neurodermitis. Da Also stimmen wahrscheinlich beide Teile nicht. nein, Weder Neuro nein, noch weder Dermite. Neuro, weder von hier noch von der Haut. Ja. Die Teile, die eben in den Körper gelangt sind, suchen verzweifelt einen Ausweg, einen Ausgang und arbeiten sich über das Blut durch, bis an die Haut, durchbrechen die Haut entzündet sich, der Dreck kommt raus und das ist Neurodermitis. Also, den Darm saniert, dieses dritte Immunsystem Immunsystem, ja. saniert und Neurodermitis weg. Nahrungsmittelallergien weg und ja. Und wie kriege ich das Leaky Gut-Syndrom in den Griff? Also wie komme ich dann aus der Problematik raus? Reicht das, das, was wir schon zum Thema Calcium, zum Thema Zeolith gesagt haben? Da brauchst du doch mehr. Brauche noch mehr. Ich muss jetzt den Darm sanieren, das heißt, ich muss wieder die Ernährung umstellen. Ich muss genau achten, was ich trinke, was ich esse. Und dann empfehlen wir eine Kur. Die Ärzte, die und Heilpraktiker, die mit uns arbeiten, sagen, es kann bis zu einem Jahr, anderthalb Jahre dauern, dann ist aber alles weg. Das heißt, 4 Wochen empfehlen wir eine massive Kur mit Weihrauch und Myrrhe. Diese uralten Mittel, Uralt, uralten uralt. Hygienemittel. Steht irgendwo, glaube ich, in der Bibel schon drin, ne? Ja, Das, steht irgendwo drin und die Leute wissen nicht, warum das Jesuskind das bekommen hat, ja. nicht? Oder die Eltern, nämlich das ist die Hygiene im Magen-Darm-System und es ist uns gelungen, eine Zulassung zu bekommen, eine EU-Zulassung, Zellavita, eine EU-Zulassung, Weihrauch, Myrrhe mit vielen Analysen und aber alles tipptopp und so dass das reine Harz unvermischt und ohne jeden Zusatz und ohne jede Manipulation, denn die Industrie hat das jetzt entdeckt und macht da Extrakte und kumuliert die und patentiert die, nicht? Das reine Harz wird da angeboten. Und dann sind sehr gut rechtsdrehende Milchsäuren. Und was dann ganz fantastisch ist, und das habe ich extra mitgebracht, effektive Mikroorganismen. Das sind also die Darmbakterien, die kaputt gegangen sind durch den rissigen Darm, durch unsere schlechte Ernährung, durch die Säure. Hier sind also in einem Kubikmeter, in einem Kubikmillimeter 9 Milliarden, 9 Milliarden lebende Bakterien drin. Die kann man hier so eine Verschlusskappe, 10 Milliliter, sehr zum Wohle. Jetzt hast du neun, bist du um 9 Milliarden Lebewesen reicher. Nee, mal 10. Ach, mal 10. Ach Mal so, ja. 10. Okay, gut. No 90. 90 Milliarden. Ja.
habe ich eben etwas säuerlich, schmeckt angenehm. Ja. Und auch da habe ich ein Video gemacht in meinem Kanal, kann man also anschauen. Der Organismus braucht diese Mitbewohner, also die er sowieso hat. Aber in dem Moment, wo wir unseren Organismus innen drin kaputt machen, sind sie in ausreichender Form nicht mehr vorhanden. Und sie reproduzieren sich nicht mehr. Selbst wenn der Darm jetzt geglättet ist, die können sich nicht reproduzieren und es werden Kinder geboren, die Mütter also schon ohne diese Mikroorganismen sind, die also ganz wenig haben, schon als Kleinkind alle Krankheiten bekommen. Und mit so einfachen Mitteln kann man die also wirklich in den Griff bekommen. Und wichtig ist, dass zu allem Zink kommt. Das ist nochmal leider ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Denn Zink ist in diesem Abtransport-Taxi. Dieses Molekül hat 7 oder 8 Plätze und der Fahrer ist Zink. Und wir brauchen heute wieder die mehrfache Menge Zink wie seit Zeiten, weil sie wieder nirgendwo vorhanden sind. Also eine Kapsel Zink mit 15 bis 18 Milligramm am Tag muss leider dazu. So, und jetzt. Also ich kriege das auch alles durch die Supermarkternährung nicht kompensiert. Geht gar nicht. Das ist einfach der, auch die Info, die man wissen muss. Man sagt, na gut, wenn ich mich gesund ernähre und passe auf das und das und das. Ja, wenn diese Sanierung durch ist, dann und man. Das funktioniert alles und dann braucht man ja diese Stoffe zum Teil nicht mehr dauerhaft, bis auf die Entgiftungsprodukte halt. Ja.